Vivaldi. Der 13-jährige Fuchshengst aus der königlichen Warmblutzucht der Niederlande von Crack C. Jess Ulft. Aus dem Jahrgang 2002, dieser Spitzenvererber der königlich niederländischen Warmblutzucht, meine Damen und Herren, war hier schon in Deutschland zweitbester Hengst nach der Zuchtwertschätzung mit einem ganzen Potenzial an bedeutenden Söhnen, Van Vivaldi Zennin, Veneziano, Livaldon, Vitalis, Versace und so weiter. Vivaldi, ein Hengst, der europaweit die Massen verzaubert und seine Fangemeinde wird bei jedem Auftritt größer. Der typstarke Vivaldi, er besticht unter dem Sattel mit Ausstrahlung und unglaublicher Mechanik. Er war 2014 weltweit der erfolgreichste Vererber anlässlich der Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde in Pferden. Den aktuellen 6-jährigen Weltmeister der Dressurpferde, den Vivaldi-Sohn Dancer Forever, werden wir nachfolgend noch erleben dürfen. Vivaldi selbst war Reservesieger seiner Hengstleistungsprüfung. Er gewann 2007 unter Hans-Peter Minderhut den Pavo Cup der 5-jährigen Dressurpferde. 2008 und 2009 kamen Siege in der KWPN-Hengstserie hinzu, mit Wertnoten für den Trab bis 10,0. Vivaldi ist bis zur schweren Klasse gefördert. Wir sind froh, diesen wertvollen Dressurhengst bei uns auf der Deckstation zu haben. Vivaldi. Bewegungswirbel und die gesamte Hengstkollektion war eindrucksvoll, phänomenal. Kann man besser in dieser Konstellation wahrscheinlich nirgends haben. Kompliment an Paul,
Du nullst ja dieses Jahr. Herzlichen Glückwunsch. Zu deinem Geburtstag, aber den feiern wir ja erst Mitte März. Lass sie wandern. Isabel. Aktuell sicherlich seine meistbeachtete Visitenkarte. Der Sohn des Vivaldi, Dancer Forever, und der Kirsten Brauer, der Weltmeister der sechsjährigen Dressurpferde in Pferden 2014.